Mir ist gerade aufgefallen, als ich die Eier aufschlagen wollte, dass auf jeden Fall nach den Süßkartoffeln nicht mehr viel kam. Irgendwie ist alles ja, speichervoll etc. Leider. Ich habe auf jeden Fall alles zusammengegeben, was ich euch vorher gezeigt habe. Die Bananen habe ich in den Mixer gegeben und püriert. Wenn ihr keinen Mixer habt, könnt ihr das mit der Gabel auch klein machen. Die Eier habe ich vom Eiweiß getrennt. Denn ich habe ja kein Backpulver und werde die jetzt aufschlagen. Also einfach hier alles zusammengegeben, rühren das einmal grob um und heben gleich die Eischneemasse darunter. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich werde jetzt das Ei klar, bisschen mit Zitronensaft, so ein paar Spritzer aufmixen, aufquirlen mit dem Schneebesen und ja, dann den Eischnee vorsichtig unterheben. Aber ihr werdet sehen, das wird mindestens so bis hier gleich voll mit Eischnee sein. So, der Eischnee ist fertig. Da habe ich keinen Zucker, nichts untergegeben, außer ein bisschen Zitronensäure. Die sorgt einfach dafür, dass das Ganze so schön steif wird und steif bleibt. Hier kommt jetzt der große Schabernsatz. Ich habe euch eben beim Joghurt abfüllen, leider ist die Kamera ja ausgegangen, gezeigt, dass ich auch so kleine habe. Die eignen sich einfach super, um das Maximale halt rauszuholen und um so wenig wie möglich halt zu verschwenden. Und hier seht ihr, das ist richtig fest geworden, so wie es sein soll. Denn das wird gleich die Masse so aufrechterhalten, so fluffig machen, da wir ja kein Backpulver haben oder beziehungsweise ich kein Backpulver habe. Ja, ich bin auch gespannt, wie die gleich schmecken werden. Ich habe am Anfang erzählt, ich habe die noch nicht gemacht. Aber ich denke, das wird schon. So. Schreibt mir mal in die Kommentare, testet ihr gerne so Rezepte aus? Wandelt ihr eure Rezepte auch immer ab? Oder sagt ihr so, nee, ich habe da voll Panik, dass das dann nicht gelingt. Ich bin da nicht so geschickt drin und backe immer nur nach Zutaten. Das würde mich gerne interessieren. Packt das mal unten in die Kommentare. Seid ihr eher die Rezeptenutzer? Tut ihr da eher euch ja, frei entfalten, dass ihr sagt, ey, das habe ich nicht, aber vielleicht kann man das ja so machen. Ich bin auf jeden Fall so ein Typ. Und ich merke jetzt, da ich immer öfter zeige, wie ich mein Brot backe, fällt mir auf, dass ich auf jeden Fall mehr Brottagebuch für mich führen muss. Ich nutze natürlich Rezepte. Ich backe ja noch nicht 60 Jahre oder so. Aber ja, oft dann habe ich halt kein Roggenmehl, dann nehme ich halt Dinkelmehl und immer wird das Brot halt ein bisschen anders, die Konsistenz, ne, das Verhältnis verhält sich einfach anders, das Brot, auch wenn man das dann knetet. Deswegen, da muss ich auf jeden Fall mehr Buch führen. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Bock habt auf Brot-Content. Ich vermenge das Ganze hier so vorsichtig, nicht zu hektisch. Wir wollen so, dass der Eischnee noch, ja, nicht ganz platt gedrückt wird, aber dass sich trotzdem alles so vermengt. Genau. Den Backofen habe ich natürlich schon vorgeheizt, habe ich auch, glaube ich, eben schon erwähnt. 180 Grad, Ober-Unterhitze und locker unterheben. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich auch zum Dekorieren so ein paar grobere oder normale Nüsse oben drauf packen. Ich glaube, ich werde Walnüsse drauf machen vielleicht. Und ja. Ich packe euch auch unten mal in die Infobox ein Instagram-Reel von mir rein, wo ich so ein No-Bake-Süßkartoffel-Schokokuchen gemacht habe, der sehr, sehr gut, ja, für die Darmflora ist. Da ist kein Mehl etc. drin, sondern nur gekochte Süßkartoffeln. Und das Coole
an Süßkartoffeln und generell an erkalteten Kartoffeln oder Nudeln ist, die bilden halt beim Erkalten noch mehr Ballaststoffe. Und wie wir mittlerweile alle wissen, Ballaststoffe sind sehr, sehr wichtig für unser Sättigungsgefühl, für unsere Darmbakterien. Die werden gut damit gefüttert, dass sie auch erhalten bleiben. Und ja, man fühlt sich auch nicht so aufgequollen. Also sehr, sehr gut für die Verdauung. Und das Ganze nehmen wir halt so ein bisschen mit, dass wir hier halt Süßkartoffeln reingepackt haben und nicht so viel Mehl. Genau, weil manche vertragen Mehl etwas weniger oder mehr. Deshalb backe ich mein Brot auch immer mit Sauerteig. Denn wenn ihr euer Brot mit Sauerteig backt, dann wird das Gluten in dem Brot, in dem Mehl, nicht in dem Brot, in dem Mehl, viel verdaulicher und bekömmlicher für den Körper. Denn es wird vom Sauerteig aufgespalten. Und wichtig ist, wenn ihr halt das Brot selber backt oder beim Bäcker kauft, fragt mal, wie lange das Sauerteigbrot geht. Das sollte mindestens über Nacht gehen, so um die 16 Stunden, damit, ja, damit der Sauerteig Zeit hat, diese ganzen Moleküle halt aufzuspalten und für uns verdaulicher zu machen und damit wir auch gewisse Mineralstoffe und Enzyme überhaupt aufnehmen können. Denn manche sind auch an das Gluten und auch an andere Stoffe gebildet, dass wir die gar nicht verwerten können. Genau, deswegen Sauerteigbrot kann ich euch wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr gar nicht wisst, was Sauerteig ist, dann packt unten mal in die Kommentare entweder, ich habe keine Ahnung, was das ist, Leila, erzähl mal mehr, oder halt einfach so ein Brot-Emoji, dann weiß ich, okay, es soll mehr Brot-Content geben auf Social Media und auf YouTube. So, ich habe jetzt genug gequatscht, alles ist hier vermengt, sieht auch gut aus und ja, ich werde jetzt eine Form holen und das Ganze reinpacken. Ihr könnt halt alles einfach in Muffinsform packen. Achtet darauf, dass ihr so ungefähr 2/3 voll packt. Nicht zu voll, weil das Ganze kann natürlich aufgehen, vor allem wenn ihr gleich Backpulver verwendet. So. Ich habe hier so eine gewöhnliche Tartform einfach genommen und Backpapier knülle ich immer erst zusammen, dann wieder auseinander, denn jetzt könnt ihr das genau an die Form anpassen und das rollt sich nicht mehr so zusammen. So ein kleiner Hausfrauen-Tipp. So. Und jetzt geben wir die Masse einfach hier rein. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht einfach nur Kuchen genannt habe und Muffins, keine Ahnung, frage ich mich gerade. Mal schauen, vielleicht, wie es überhaupt wird. Passt auf jeden Fall schon mal in die Form rein. Ich meine, das sind 28 oder 26 Zoll, so für euch, falls ihr das auch in eine Form reinmachen wollt. So. Schön glatt streichen. Schaut, dass es ungefähr eine Ebene ist. Sonst kann das nämlich an der einen Ecke ein bisschen länger dauern als auf der anderen. Bisschen glatt streichen, dann mache ich meistens einmal den hier. Und dann hat sich auch alles schon verteilt. Und ich werde jetzt noch ein paar Nüsse drauf packen. Ich bin ja ein kleiner Nussfreak, also bei mir gibt es jeden Tag Nüsse. Dementsprechend auch eine ganze Kiste voll mit Nüssen. Und ich nehme einfach Walnüsse, zerquetsche die so ein bisschen in der Hand und gebe die hier so drauf. Könnt
könnt aber auch die Nüsse eurer Wahl nehmen oder schon so gehackte Nüsse, Nusssplitter nehmen. Aber ich finde so Walnüsse. Ich glaube, das erinnert mich einfach so an Möhrenkuchen, deswegen will ich da jetzt Walnüsse draufpacken. Das kennt man ja so. Meistens drückt die hier leicht ein. So. Und dann war es das auch schon. Die kommen jetzt, eigentlich die Muffins für so 20, 25 Minuten, meine ich, rein. Und ja, aber wenn ihr halt so einen Kuchen macht wie ich, schaut halt immer mal wieder rein. Und wenn ihr merkt, das Ganze ist immer noch nicht so durch nach 10, 15 Minuten, schneidet da so leicht rein. Und dann sollte auf jeden Fall überall genug Hitze dran kommen. Ich zeige euch nochmal vom Nahen. So sieht das Ganze aus. Und dann sehen wir uns, wenn das Ganze hier fertig ist. Genau, ich habe nochmal in dem Rezept hier jetzt nachgeschaut. 2 Drittel solltet ihr die Muffins nur voll machen. Und ich hatte auch recht, 15 bis 20 Minuten sollten die im Backofen bleiben, habe ich mir gut gemerkt. Und wenn ihr halt eine Kuchenform nimmt, schaut immer mal zwischendurch rein, so nach 10 Minuten, wenn es immer noch ziemlich so flüssig wirkt und wenn ihr mit dem Messer reinstecht und es noch sehr flüssig ist, dann schneidet auch so ein X rein, dann kommt überall genügend Hitze dran. Aber ich werde jetzt alles auf Vordermann wieder bringen, spülen und dann sehen wir, wenn das Ganze fertig ist. So, da bin ich auch wieder, meine Lieben. Es ist einiges an Zeit vergangen, um genau zu sein, 2 Tage. Ich bin immer noch krank, meine Nase ist zu, aber meinem Hals geht es etwas besser, Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, nehme ich das Ende noch auf und sage euch, wie ich das Ganze finde. Ist natürlich das erste Rezept von mir gewesen, als ich das ausprobiert habe. Und Entschuldigung, aber ich bin echt nicht auf Topform. Die sind super lecker geworden. Also ich hatte die auch mit am Sonntag zum Familientraining, habe ich natürlich trotzdem gegeben. Ja, also alle mochten die, waren super lecker, angenehme Süße. Man kann auch nicht so ahnen, was es ist. Also schmeckt absolut nicht nach Kartoffeln. Ich nehme hier mal ein Stück raus. Von der Seite sieht man das so, dieses Gehobelte. Die meisten denken, es ist halt Karotte. Es ähnelt auch so ein bisschen mit den Walnüssen drauf. Entschuldigung. An, ja, so Karottenkuchen. Ich finde, ich habe ja 3 Bananen benutzt, anstatt 2, die in dem Rezept standen. Und wenn ihr halt 3 Bananen benutzt, so wie ich, dann empfehle ich euch, 50 Gramm mehr Mehl zu nutzen, weil das Ganze doch schon sehr saftig geworden ist. Und von dem Öl habe ich ja nur die Hälfte genommen, nur 50 Milliliter anstatt 100. Und das hat absolut gereicht. Also noch mehr Feuchtigkeit mit dem Joghurt brauchen wir auf jeden Fall nicht. Also wenn ihr die nachmachen wollt, die sind super lecker, machen, aber haben auch so ein leicht sättigendes Gefühl für so einen Snack zwischendurch oder auch als ja, so Frühstückskuchen. Wenn ihr das Ganze zum Beispiel auch mit Hafermehl macht, dann habt ihr noch mehr Ballaststoffe. Eignet sich dann super als Frühstückskuchen. Entschuldigung, ich bemühe mich echt, das nicht zu tun, aber es ist einfach ziemlich schwierig. Ich glaube, jeder sieht auch, ich bin echt krank. Und ja, also schmecken super lecker. Könnt ihr auch einfrieren, wenn ihr zu viel habt. Aber könnt ihr auch in Muffinsform machen, in normalen Kuchen, wie ihr da lustig seid. Ich habe es ganz normal in so eine Tartform getan, wie ihr gesehen habt, könnt das aber auch in eine andere Backform geben oder in so Förmchen. Schmeckt super lecker, angenehme Süße, gerade auch für die Kids. Es muss nicht immer reiner Zucker sein. Wenn ihr alte Bananen habt zu Hause, verwertet die, bevor ihr die wegschmeißt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr 3 Bananen benutzt anstatt 2, dann auf jeden Fall 50 Gramm mehr Mehl reinpacken oder halt Haferflocken, wie ihr wollt, damit das Ganze auch noch ein bisschen fester wird. Die waren schon sehr so juicy, aber war voll lecker. Also da hat sich niemand beschwert. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen krankhaft angelegt war und ich vielleicht nicht so gut, meine Aussprache nicht so gut war und ich mich auch versprochen habe, weil ich halt einfach krank bin. Aber ich hatte dennoch Lust, halt was zu drehen
euch so auf dem Laufenden zu halten, euch mitzunehmen und zu zeigen, wie einfach es sein kann, auch wenn man krank ist, was Kleines herzuzaubern. Und gerade so aus Resten macht mir das gerne Spaß, da auch wieder was Neues rauszuentdecken, neue Rezepte zu entwickeln. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Entschuldigung, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihm gerne doch ein Like da. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr das Ganze nachkocht oder was so eure Lieblings-Herbstrezepte sind. Vielleicht backe ich davon ja mal was nach oder ich mache eine gesündere Variante daraus. Also wenn ihr mir jetzt so irgendwelche Plundergebäcke oder Strudelgebäcke in die Kommentare schreibt, vielleicht macht das Ganze mal nach und auf so eine gesündere Art und Weise, worauf man so achten kann, was man auswechseln kann, problemlos, ohne den ja, Geschmack arg zu verfälschen, ne? Weil ist ja klar, wenn man alles gesund austauscht, das schmeckt dann natürlich auch einfach anders. Wäre ja gelogen, ah, das schmeckt hundertprozentig gleich, so ist es natürlich nicht, aber man kann dennoch was für seine Gesundheit tun und trotzdem geschmackvoll essen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr merkt, mein Kopf ist echt durch. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zum Thema Gesundheit, gesunde Rezepte, Lifestyle, wie integriere ich das Ganze, wie erlerne ich neue Gewohnheiten, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich hau mich jetzt wieder ab ins Bett unter die kuschelige Decke, mache mir einen Tee und regeneriere. Bis zum nächsten Video.